Sonntag, der 29. September. Der FC Remscheid hat die TuRo Düsseldorf 2 zu Gast im Röntgenstadion zum 6. Spieltag der Landesliga. Leider haben wir aus technischen Gründen nur einen kurzen Zusammenschnitt aus der ersten Halbzeit, aber die kompletten 45 Minuten aus der zweiten Hälfte. Und in der ersten Hälfte ging der FC Remscheid nach 24 Minuten in Führung. Ein schöner Freistoß von Domenico Kotzer, gezirkelt und rein ins Tor. Und dann noch in der 34. Minute der FCR erkämpft sich den Ball auf der rechten Seite. Serkan Gürdere mit dem Lob über die gesamte Düsseldorfer Abwehr und am hinteren Pfosten Yannick Frehr, der den Ball reindrischt. Zur Halbzeit also 2:0 für den FC Remscheid gegen die TuRo Düsseldorf 2. RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Herzlich willkommen zurück im Röntgenstadion zur zweiten Halbzeit. Der FC Remscheid für 2:0 gegen TuRo Düsseldorf 2 und Anpfiff durch den Schiedsrichter Erik Mahler. Die Düsseldorfer haben zweimal gewechselt. Ihr Trainer Thomas Bahr wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden und die Düsseldorfer direkt im Angriff und fast eine Chance durch Semi Çakır geblockt vom Remscheider Kapitän Markus Hosniak. Ja, 2:0 führt der FC Remscheid zu Anfang der zweiten Halbzeit. Zuerst ein wunderschönes Freistoßtorchen von Domenico Kotzer und dann ein Tor von Yannick Frehr. Das ergab die Remscheider Führung. Und hier jetzt Freistoß für TuRo 2. Sascha Hofrath, der sich den Ball zurechtlegt, wird ihn in die Mitte wohl spielen. Hosniak mit dem Knie dazwischen. Das müsste Abseits sein. Und Abseits angezeigt vom Linienrichter. Oder wie es neudeutsch heißt, Schiedsrichterassistent. Die Remscheider haben ein paar Probleme gehabt nach Standardsituationen für die Düsseldorfer. Aber bisher hat es glücklicherweise im Remscheider Tor nicht geklingelt. Nico Tauscher mit dem Abschlag. Einwurf für die Remscheider. Bafur versucht zu klären vor Haris Babic. Das misslingt. Ja, 2:0 für den FC Remscheid. Sollte es den 5. Sieg im 6. Ligaspiel geben, würde das bedeuten 15 Punkte auf der Habenseite. Und jetzt kommt ja die Serie der Auswärtsspiele bei Benrath, dann bei SC Felbert und dann in Monheim. Die Düsseldorfer mit Dominguez. Çakır kommt aber nicht an Hosniak vorbei. Kolas auf Haris Babic. Spielt den Ball in die Mitte, aber Sebastian Semper hat den Ball im Tor der Düsseldorfer. Bafur. Chipball. Hosniak. Kolas. Rahman. Pichura. Vetter. Gestoppt von Bafur. Einwurf für den FC Remscheid. Allgemein das Defensivverhalten der Remscheider heute wesentlich besser
als in den letzten Spielen, wo man ja zum Ende immer wieder Probleme gehabt hat, sei es gegen den WSV 2 oder gegen Wülfrath. Kotzer zu Rahman. Yannick Frère, schön. Aber der Torhüter Semper von Turu 2 dazwischen. Langer Ball nach vorne, Hosniak wieder, Kotzer. Yannick kommt leider nicht dran. Einwurf durch Holland. Im Schneider blocken. Einwurf für die Düsseldorfer. Heuer zu Dick. Vetter dazwischen, sehr gut dazwischen gegangen gegen Bafur. Michael Günther. Günisch, ja, kriegt den Ball leider nicht in die Mitte. Ecke für den FC Remscheid in der 50. Minute. Und Yannick Frère geht rüber zum Eckpunkt. Holt sich erstmal den Ball ab. Jetzt das 3:0. Und vielleicht würde man dann einen ruhigeren Sonntagnachmittag bei wunderschönem Wetter hier im Röntgenstadion verleben. Obwohl am letzten Wochenende hat man ja auch 3:0 geführt und dann wurde es nochmal eng. Yannick Frère hoch. Wozniak kommt nicht an den Ball, aber da ist Michael Günther. Kolas, ja, schade. Rahman klärt, das müsste Freistoß für die Remscheider geben, genau. Semi Chakir, ein bisschen zu hart angegangen. Und Erik Mahler gibt Freistoß für die Hausherren. Prosniak und Pichura, die Matze Rahman hochhelfen. Freistoß für die Gastgeber. Wozniak hoch, lang, weit, Pichura. Nein, Entschuldigung, Kolas war das. Schöne Variante, aber kein Problem für Semper. Die Düsseldorfer. Foul gegen den neuen Mann, Gökhan Dalmis. Vetter dazwischen. Heuland mit dem Ball in die Mitte. Und ganz wichtig, dass Kolas da den Ball klärt. Aber das könnte jetzt eine Chance für Michael Günther geben. Ach, schade. Foul gegen den Düsseldorfer Kapitän Marius Dick. Immer gefährlich, solche hohe, weite Bälle, wo man nicht so richtig weiß, wie der Ball runterkommt. Reuland auf Lorenz, aber der direkt auf Nico Tauschel. Keine Gefahr fürs Remscheider Tor. Gut angenommen von Serkan Gürdere. Guter Ball, Michael Günther! Es hätte fast das 3:0 sein können, wenn Michael Günther da an den Ball kommt. Abschlag für
Turu Düsseldorf 2 durch ihren Torwart Sebastian Semper. Pichura dazwischen, Haris Babic, ja, kann den Ball nicht kontrollieren. Einwurf für die Düsseldorfer durch René Reuland. Ins Aus von Till Lorenz, Einwurf für den FCR. Matthias Rahmann. Kotzer, Haris Babic. Pichura. Verliert den Ball. Hosniak dazwischen. Heuer. Jakir. Kolas. Geht ein bisschen hin und her momentan. Kotzer. So. Haris Babic. Bleibt am Ball. Michael Günther und das ist 3:0! Schönes Tor durch Michael Günther, Vorarbeit Domenico Kotzer und Haris Babic. 55 Minuten gespielt, 3:0 für den FC Remscheid. Das sieht momentan wieder sehr, sehr gut aus. 55 Minuten, ein Traumtor für unser Spiel Nummer 24, Michael Günther. Neuer Spielstand 3:0 für den FC Remscheid. Anstoß für die Gäste aus Düsseldorf. Wie reagieren Sie jetzt? Heuer. Immer noch Samuel Heuer. Vetter kommt noch kurz an den Ball, Kolas. Vetter für Günther, aber Dick geht kein Risiko ein. Dominguez dazwischen, Karte, oh, das hat wehgetan. Markus Hosniak. Ja, das wird schon frustfaul sein, wenn man nach 56 Minuten als Gast 0:3 hinten liegt. Der FC Remscheid immer wieder zum richtigen Zeitpunkt mit den Toren am heutigen Nachmittag. Domenico Kotzer mit dem 1:0 nach 24 Minuten. Das 2:0 durch Yannick Freer nach 34. Und gerade Michael Günther mit dem 3:0 in der 55. Minute. Das hört sich momentan sehr, sehr klar an. Hört sich nicht nur an, ist es auch. Aber die Erfahrung der letzten Woche, nach 57 Minuten stand es 3:0, Wuppertal ein Mann weniger und am Ende wurde es dann mit dem 3:2 noch sehr, sehr eng. Also hoffentlich hat die Mannschaft ihre Lehren aus dieser Erfahrung der letzten Woche gezogen und spielt erstmal weiter aufs vierte Tor, anstelle dass man dann den Gegner, den man ja unter im Griff hat, aufbaut. Markus Hosniak muss noch mal raus. Freistoß Kolas. Für Gürde, der verlängert weiter, schade. In die andere Richtung, keine Chance für Michael Günther. Reuland auf Lorenz. Der nimmt Dalmas mit, der gegen Haris Babic bleibt am Ball, Dalmas. Und Freistoß für die Gäste, Foul von Sebastian Pichura gegen Gökhan Dalmis. Sascha Hofrath, der sich den Ball zurechtgelegt hat. Gefährlich und klärender Ball von Haris Babic. Ja, diese Standards, das ist heute
das x-te Mal, dass die Düsseldorfer den Remscheidern gefährlich werden. Nach Ecken, nach Freistößen. Aber bisher glücklicherweise kein Gegentor. Heuer, Dalmis, geklärt von Pichura. Günther. Auf Serkan Gürdere, schön. Auf Domenico Kozza. Wen nimmt er mit? Er nimmt Michael Günther mit. Michael Günther versucht durchzukommen, aber geklärt von Plöderedder, Entschuldigung. Pichura. Vetter. Ja, schlechtes Spiel, Abspiel. Dalmis. Jakir. Hofrat und Freistoß für die Düsseldorfer. Wieder auf Samuel Heuer. Der nimmt Reuland mit. Jakir, wieder Reuland. Gute Flanke in die Mitte. Hofrat verpasst, Dalmis, gut gemacht von Pichura und Freistoß für den FC Remscheid. Wichtig in diesen Situationen, dass man dem Gegner da den Ball immer, immer wieder abluchst, damit diese keine Chance haben, aufs Tor zu schießen oder vielleicht sogar den freien Mann in vorderster Reihe zu suchen und zu finden. Und Sebastian Pichura bleibt am Boden liegen. Der Schiedsrichter Erik Mahler spricht mit ihm, aber da wird es keine Behandlung geben. Geht schon wieder weiter für Pitch und Freistoß Andres Kolas. Kotzer, Kolas, Vetter. Pafur dazwischen. Und Foul an Haris Babic. Viele kleine Fouls in diesem Spiel, die so ein bisschen den Spielfluss immer wieder stören. Freistoß wieder Andreas Kolas. Schöner Ball auf Gürdere, kann er ihn kontrollieren? Ja, er kann. Aber leider kriegt er den Ball nicht in die Mitte. Heuer. Bisschen in den luftleeren Raum. Hosniak verfolgt von zwei Düsseldorfern. Tauschen lang, hoch, weit. Heuer wieder dazwischen. Lorenz. Reuland. Überhastet. Einwurf für den FC Remscheid. Und vielleicht konnte man das über die Außenmikrofone hören. Sjelko Nikolic ruft Daniel Montero herbei zum ersten Wechsel an diesem Nachmittag für die Remscheider. Freistoß auch hier. Hohes Bein gegen Matthias Rahmann. Rahmann. Dick dazwischen und Foul gegen Reuland von Yannick Frère. Freistoß für die Gäste von Turu 1880 Düsseldorf 2. Temper auf Lorenz. Und da rasseln Sascha Hofrat und Sebastian Pichura aneinander. Und ich hätte es anders gegeben. Eigentlich faul für den FC Remscheid, aber
Der Schiedsrichter Erik Mahler sieht es anders. Und der erste Wechsel wird vorbereitet beim FC Remscheid. Daniel Montero steht bereit. Ja, steht noch nicht ganz fest, für wen er reinkommt. Ist es vielleicht sogar für Fichura? Genau. Daniel Montero also kommt rein für Sebastian Pichura, der wieder mal ein gutes Spiel für die Remscheider abgeliefert hat nach nunmehr 60 Minuten. Heuer. Oh, guter Ball in die Mitte. Aber zu viel Rücklage. Gökhan Dalmis. Glück für den FC Remscheid hier wieder. Und wieder so eine Standardsituation. Das wird Selko Nikolic sicherlich nicht gefallen, dass nach Standardsituationen die Remscheider immer mal wieder übertölpelt werden von den Gästen aus Düsseldorf. Das muss man besser spielen, da muss man besser stehen, besseren Zugriff bekommen. Tauschel mit dem Abschlag. Missglückter Kopfball von Dominguez, Günther. Gegen Bafur und Einwurf für die Düsseldorfer. Vetter dazwischen, Haris Babic. Michael Günther. Und das war jetzt eigentlich eine Tätlichkeit. Da bin ich mal gespannt, was er Andreas Plöderetter zeigt und gibt. Freistoß für die Remscheider. Ne? Bin mal gespannt, ob er sich den Fünfer zu sich ruft. Schiedsrichter geht auf jeden Fall darüber. Nestelt. So, da bin ich mal gespannt, was da passiert. Und rot, ja. Das hat sehr, sehr lange gedauert, aber das war eine Tätlichkeit und da konnte der Schiedsrichter nichts anderes ziehen. Aber auch Respekt, er hat ja seinen Linienrichter gefragt, was da passiert ist. Der hat ihm das auch dann klar erklärt und Andreas Plöderetter mit Rot raus aus der Partie. Nicht clever angestellt in der Situation, aber Respekt nochmal für das Schiedsrichtergespann. Locker und ruhig die Entscheidung getroffen. Ich glaube, die meisten haben schon spekuliert, dass es vielleicht Gelb gibt und dass der Mann rausgehen muss. Aber klare Entscheidung. Freistoß für den FC Remscheid. Matthias Rahmann mit dem Freistoß. Von der rechten Seite wird mit links versuchen, den Ball reinzudrehen. So direkt auf den Torwart. Semper hat ihn, ohne Probleme. Und den Ball auf Samuel Heuer. Chakir, wieder Heuer. Dominguez. Dalmis verliert den Ball. Kolas. Jetzt haben wir auf einmal wieder eine ähnliche Situation wie vor einer Woche. Remscheid führt 3-0, der Gegner zu 10. Michael Günther. Und clever lässt den Ball rauslaufen. Also, gleiche Situation wie vor einer Woche. Der FC Remscheid führt 3-0, der Gegner zu 10. Und die Frage ist, ob man die Lehren vom letzten Sonntag gezogen hat
und diese Fehler nicht wiederholt. Also jetzt abschalten, den Gegner ein bisschen spielen lassen und dann unnötigerweise zum Ende hin das Spiel nochmal spannend machen. Vielleicht jetzt nochmal das Vierte nachlegen und dann ist Ruhe und dann vielleicht sogar noch einen Kantersieg einfahren. Denn eine gute Tordifferenz kann ja zum Ende einer Saison auch helfen. Ecke, Domenico Corza. Er kriegt den Ball nicht so richtig hoch, aber die Düsseldorfer mit einer Kerze, Heuer. Und Serkan Gürdere weit, weit, weit übers Tor, aber da wurde auch ein Abseits angezeigt, obwohl der Ball ja eigentlich vom Kopf von einem Düsseldorfer gekommen ist. Aber es geht schon wieder weiter für Turu. Kotzer dazwischen. Haris Babic. Setzt sich schön ein. Ball auf Yannick Frère. Yannick Frère auf Montero. Der weiter zu Vetter. Und der Kolas. Kotzer, schöner Ball auf Frère. Der nimmt den an, kommt da an Chucky vorbei. Nein, Semi-Chucky dazwischen. Hofrath. Gestoppt von Hosniak. Hofrath, langer Ball. Auf Dominguez, aber zu überhastet, Einwurf für den FC Remscheid nach nunmehr 70 Minuten. 3:0 führt der FC Remscheid. Haris Babic. Reuland und Foul an Dalmis. Freistoß für die Gäste von Turu Düsseldorf 2. Und Wechsel jetzt bei den Gästen. Ihr dritter und letzter Wechsel. Marco Meyer. Der reinkommt und rausgeht Dominguez Rea. 71 Minuten letzter Wechsel bei unseren Gästen. 9 Spiel Nummer 9, Marco Meyer, ausgeschieden, Nummer 20, Manuel Dominguez. Osniak und Kolas dazwischen. Kolas mit dem Ball auf Gürdere. Haris Babic, Michael Günther. Wieder auf Haris Babic, der sofort direkt auf Kotzer. Der setzt sich durch, Michael Günther. Ah, schade! Quergelegt und Gürdere wie auch Frère kommen nicht mehr an den Ball. Konter der Düsseldorfer. Chakir auf Max Meyer. Sorry, Marco Meyer. Chakir. Ball zu Hofrath. Der zurück zu Bafur. Dalmis, Bafur, kommt er noch ran? Oh, rasiert er noch Markus Hosniak ab, aber Abstoß für den FC Remscheid. Tausche kurz zu Rahman, aber den hat den Ball verloren gegen Heuer. Meyer. Hofrath. Und Wechsel beim FC Remscheid. Fabian Uthoff. Der Neuzugang vom RSV Hückeswagen. Kommt rein jetzt. Nummer 20, Fabio Uschloff, und ausgeht mit Nummer 10, Haris Babic.
Vielleicht konnte man es gerade über die Außenmikrofone hören. Debüt im FCR-Trikot für Fabian Uthoff. Ein junger, talentierter Spieler, der sich also jetzt in den Farben des FC Remscheids beweisen kann. Montero. Kotzer. Schöner langer Ball auf Rahmann, ja, nimmt er gut mit. Auf Frère, was macht Yannick? Ah, schade. Leider, leider so ein Zwischending, Zwischenschuss und Pass auf Michael Günther. Und diese öffnenden Pässe von Domenico Kotzer, immer wieder ein Problem für die Gäste aus Düsseldorf. Kalmis, Freistoß. Samuel Heuer. Bafur. Hofrat, Bafur, Dalmis, Chakir. Nimmt Lorenz mit. Dalmis und geblockt von Serkan Gürdere. Kontersituation, ja, die lassen ihm da Platz. Schön, spielt ab auf Yannick Frère. Jetzt clever und klug ausspielen. Guck mal da, wo ist denn Michael Günther? Günther? Ah, schade. Geblockt von Torwart Sebastian Semper. Ecke für den FC Remscheid. Und das ist natürlich jetzt ein langer Weg für Yannick Frère. Ist ja schon fast am Ausgang des Röntgenstadions, holt sich den Ball und Ecke von links für den FC Remscheid. Wir sind schon in der 76. Minute. Frère, guter Ball. Kolas. Sein Kopfball nicht so richtig kontrollieren. Abschlag für die Gäste aus Düsseldorf. Semper wieder auf Lorenz. Dalmis. Dick mit dem langen Ball. Osniak. Auf Montero. Jetzt mal Fabian Uthoff. Schade. Findet Kotzer nicht. Heuland. Jakir. Auf Meier. Freistoß für die Gäste aus Düsseldorf. Heuer legt sich den Ball zurecht. Chakir. Wieder zurück zu Heuer. Hat jetzt mal Platz. Lorenz. Aber kann den Ball nicht im Spiel halten. Abschlag für den FC Remscheid. Ja, man scheint die Lehren gezogen zu haben beim FC Remscheid aus dem Spiel gegen den Wuppertaler SV 2 letzten Sonntag. 3:0 geführt, 3:2 und am Ende wurde es ja nochmal sehr, sehr spannend. Heute nach nun gut 78 Minuten 3:0 gegen Turgut Düsseldorf 2. Und man macht es wesentlich besser. Sebastian Grund, der zur Auswechselbank läuft und gleich reinkommen wird.
Freistoß für die Gäste aus Düsseldorf. Schiedsrichter Erik Mahler stellt sich nochmal hin und zeigt mal, wo der Ball hin muss. Und wieder Freistoß durch Sascha Hofrath. Montero und Ecke für die Düsseldorfer. Ja, und Sascha Hofrath geht ein paar Meter weiter, wird sich jetzt nochmal den Ball zurechtlegen. Genau, das macht er jetzt. Kurz auf Reuland. In die Mitte. Vetter dazwischen. So, und jetzt Kotzer. Kriegt er den Ball? Er kriegt den Ball. Behauptet den Ball. Auf Michael Günther. Günni jetzt alleine. Aber gut abgelaufen von Bafur. Heuer. Oh, schöne Drehung. Dalmis wieder bei Bafur. Lang. Hosniak dazwischen. Ja, schlecht abgespielt, aber wieder zurück bei den Remscheidern. Uthoff. Vetter. Montero. Wieder zu Fabian Uthoff. Der zu Kotzer, wieder bei Uthoff. Jetzt mal eine Flanke. Ach, schade. René Reuland dazwischen. Wechsel bei den Remscheidern. Mit der 3 Sebastian Grund, der reinkommen wird für den Kapitän Markus Hosniak. 81 Minuten, es geht Quartett Nummer 2 Markus Hosniak und neu im Spiel mit der Nummer 3 Sebastian Grund. Der Kapitän raus, die Binde wandert weiter zu Andreas Kohlhaas und positionstreuer Wechsel. Grund übernimmt die Position eines Innenverteidigers neben Kohlhaas für die restlichen Minuten. Uthoff. Gute Flanke. Ach, schade. Ein bisschen zu hoch und zu steil. Wir sind schon in der 82. Minute. Ist doch ein ruhiger Nachmittag im Röntgenstadion. Der FC Remscheid kontrolliert das Spiel und den Gast. Freer. Kotzer, Günther. Zurück auf Freer. Matthias Rahmann kommt dahin. Chakir dazwischen. Einwurf für die Remscheider. Rahmann. Ball in die Mitte. Dick überlässt den Ball für Semper. Chakir, das war nicht gut. Kotzer. Bisschen zu steil für Freer. Ja, Chakir. Schwere Drehbewegung. Einwurf für die Remscheider. Montero. Kohlhaas. Wieder Montero. Langer Ball auf Freer. Der könnte ein bisschen zu lang werden, oder? Ja, nee, Yannick hält den Ball im Spiel. Gegen Lorenz. Michael Günther. Wo lässt den Ball? Sakan Gürdere. Montero. Und Gürdere, das 4:0. 83. Minute. Wunderschön herausgespielt. Da dachte ich schon, der Ball wäre zu lang für Yannick Freer. Aber schönes, schönes Zusammenspiel. Freer, Günther, Montero und dann zuletzt Serkan Gürdere. Das war das 4:0 von den FC Remscheid erzielt durch den Spieler mit Nummer 18, Serkan Gürdere. Jetzt wird es klar und deutlich für die Remscheider. Und wieder ein sehr, sehr schön herausgespieltes Tor. Die Remscheider zeigen mal wieder ihre spielerische Stärke, ihre spielerische Klasse in so einer Kombination. Die Düsseldorfer jetzt nochmal.
Hofrat nicht am Ball. Vetter. Günther. Ah, geblockt von Dick. Heuer wieder. Bafur kommt nicht dran. Ping-Pong ein bisschen. Bafur auf Lorenz. Çakır lässt den Ball durch für Dalmis, aber da ist er nicht. Kontersituation für den FC Remscheid. Montero. Jetzt mal Yannick Frère mitnehmen. Genau, Yannick Frère. Ah, schade. Minute. Yannick Frère fast mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag. Und wie ich gesagt, jetzt haben die Remscheider die Chance, noch vielleicht das ein oder andere Türchen zu machen, um die ohnehin schon gute Tordifferenz noch ein bisschen auszubessern. Uthoff, gut den Ball erkämpft. Ah, Kotzer. Wollte chippen auf Günther, aber der hat sich anders entschieden. Heuer auf Çakır. Lorenz. Schlechter Ball. Ja, Grund. Verliert den Ball. Gut gemacht von der Remscheider Verteidigung. Semper. Auf Kapitän Marius Dick. Lang, hoch, weit. Grund, Kolas. Ohne Probleme auf Montero. Kotzer. Der wieder Frère. Schöner Ball. Ah, Michael Günther zurück auf Gürdere. Und Uthoff, das 5:0. Fabian Uthoff mit seinem Tor zum Debüt im Trikot des FC Remscheids in der 86. Minute. Jetzt wird es doch zu einer sehr, sehr klaren Angelegenheit. 5:0 für den FC Remscheid gegen Turu Düsseldorf 2. Und ja, wir haben noch 3 Minuten plus X. Vielleicht fällt ja noch ein sechstes. Çakır. Grund dazwischen. Schön auf Frère. Der setzt sich gegen Lorenz durch. Oh, gegen Dick, aber da ist er zu einfach gefallen. Da gibt es keinen Strafstoß für solch einen Körperkontakt. Semper auf Çakır. Nimmt nochmal Tempo auf. Quer auf Bafur. Hofrat wieder Bafur. Ball auf Meier. Und guter Schuss von Marco Meier, aber kein Problem für Nico Tauschl im Tor des FC Remscheids. Lorenz, Heuer, Raman, Frère, ach schade, Çakır. Hält den Ball im Spiel. Frère dazwischen. Çakır, sehr gut gemacht. Marco Meier. Abseits. Sascha Hofrat. Und Freistoß für den FC Remscheid. Schnell ausgeführt von Vetter. Montero. Langer Ball
auf Gördre, aber Marius Dick dazwischen. Bafur. Samuel Heuer. Bafur auf Hofrat. Der rüber zu seinem Kapitän, Marius Dick. Der zu Till Lorenz. Remscheider dazwischen, Sakan Gördere. Schön auf Raman. Torwart Sebastian Semper dazwischen, aber Matze Raman nochmal mit dem Kontakt und deswegen Abschlag für die Düsseldorfer. Ja, der FC Remscheid 5:0. Wir sind schon in der 90. Minute. Das Fazit fällt sehr, sehr positiv aus. 5 Tore für die Hausherren gegen Düsseldorfer, die in der ersten Halbzeit zumindest die eine oder andere Chance hatten. Glücklicherweise nichts daraus gemacht haben. Und dann haben die Remscheider das doch sehr, sehr clever runtergespielt. Das erste Tor von Domenico Kotzer nach 24 Minuten. Ein clever geschlagener Freistoß. Das 2:0. Durch Yannick Frehr nach der Pause. Michael Günther mit einem sehenswerten Treffer. Und da ist schon der Abpfiff. Michael Günther also in der 55. mit dem 3:0. Und dann zum Ende hin Serkan Gürdere in der 83. mit dem 4. Und Fabian Uthoff zum Debüt mit dem 5:0 für den FC Remscheid. So endet auch das Spiel. Remscheid 5, Turo Düsseldorf 2, kein Tor. Das heißt, Remscheid hat nun 15 Punkte auf der Habenseite und am nächsten Sonntag, am 6. Oktober, geht's zum VfL Benrath nach Düsseldorf zum nächsten Ligaspiel.